Im Restaurant Tapas Bar herrscht das Chaos. Die Betreiber sind Brüder und arbeiten ohne Plan, Verantwortung und Struktur. Ihr seid der Hammer, ey. Ihr seid der Hammer. Das gibt's ja gar nicht. Die Kellner kochen hier schon. Lass drauf, lass drauf, lass drauf. Jeden Monat steigt der Schuldenberg. Geldgeberin Anne ist am Ende. Mich macht es einfach nur fertig. Die ganze Situation. Das Essen ist scheußlich und die Kochkünste so entsetzlich, dass den Gästen der Appetit vergeht. Geben Sie den Laden so, wie Sie den jetzt erlebt haben, eine Chance? Nein. Dem Sternekoch bleibt nur eine Möglichkeit. Fakten auf den Tisch und hart durchgreifen. Wenn ihr mir morgen kein Konzept liefern könnt, dann breche ich ab. Frank Rosin kocht seit 28 Jahren mit Leidenschaft und dabei gibt er immer 100%. Nicht ohne Grund hat er seit 6 Jahren einen Stern und sein eigenes Haus Rosins wurde vergangenes Jahr zum Restaurant des Jahres gewählt. 4 Tage wird Frank Rosin mit den Brüdern Habib und Anne Damm arbeiten und versuchen, die Tapas Bar vor der Pleite zu retten. Eine echte Herausforderung. Ich bin heute in Lünen auf dem Weg zur Tapas Bar. Von dort hat mich Anne gerufen. Keine Ahnung, was sie dort macht und was sie dort arbeitet. Aber sie klang sehr sorgvoll, denn sie haben ganz große Geldprobleme. Und welche Probleme es noch so gibt, schaue ich mir jetzt mal an. Lünen ist eine Kleinstadt nördlich von Dortmund. Vom Namen her verspricht die Tapas Bar Leidenschaft und Leben. Doch der erste Eindruck vermittelt genau das Gegenteil. Tote Pflanzen und Schmutz im Eingangsbereich wirken auf Frank Rosin nicht gerade einladend. Hallo, schönen guten Tag. Hallöchen, schönen guten Tag. So, du hast mich gerufen. Ja. Okay, das ist dein Laden also? Nein, das ist nicht mein Laden, der gehört dem Abe Habib. Ja. Und 2 Brüder helfen ihm mit. Also 3 Personen? 3 Personen. Und was machst du hier? Die Buchhaltung. Mhm. Ein bisschen Organisation, guck halt nach dem Rechten. Ja. Und du gehörst auch dazu? Ich gehöre auch dazu. Ja? Ja, ich bin der Frank. Ich bin der Aziz. Ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, ebenfalls. Jetzt, jetzt fehlen noch 2. Da fehlen noch 2. Die sind gerade in der Küche, die muss ich eben kurz holen. Ja, ja? Bitte, das ist nett. Okay. Aber Ali, kommt mal bitte nach vorne. Die Brüder Abe, Ali und Aziz Habib sowie Anne Damm sind das Team der Tapas Bar. Hallo, grüß dich. Ali Habib. Ich bin der Frank, freut Hallo. Mich sehr. Mich auch. Hi. Hallo. Hallo. So, das heißt, ihr drei betreibt hier dieses Lokal? Ja. Ja. Was oder wie arbeitet ihr hier? Was ist die Aufgabenteilung? Ich habe die Funktion, ich mache die ganze Vorbereitung ja. für die Küche. Wenn sie kommen, dass sie nur arbeiten müssen. Gut. Was machst du? Ich bin der Koch. Okay. Ich bin der Zapfer. Du bist der Zapfer. Ich bin der Thekenmeister hier. Und bedienst auch gleichzeitig und machst den Service auch? Oder kommt da noch jemand? Ab und zu mal kommt eine Aushilfe. Ja. Dann sag mir doch mal, was ist euer Problem und warum habt ihr mich geholt? Am besten fängt der Chef an. Ja, das Problem ist ja, dass das Restaurant nicht läuft. Ja. Ja, die Probleme sind einfach zu wenig Gäste und dadurch ergibt sich das alles. Durch das ist ja wie so ein Rattenschwanz. Da kommt das Finanzielle dazu und. Und dann ist man halt so in der Ecke, dass man nicht mehr weiter weiß. Wisst ihr denn, wie viel Umsatz ihr im Monat machen müsst? Um alles bezahlen zu können, müsste ich so 7.000, 8.000 haben. 7.000, 8.000? Ja. Du sagst gerade A. Um alles bezahlen zu können. Jetzt machst du die Buchhaltung, du kennst die Zahlen. Ja. Also du müsstest mindestens einen Umsatz haben von 12.000. Mindestens. Um das aufrechterhalten zu können. Und ihr macht wie viel Umsatz im Monat? Ich habe Butter bei der Fische 2, jetzt hier. 2,5, 2,8, 3. Also jeden Monat mindestens 5 dazu. Jeden Monat steckt ihr jetzt 5 Mille hier rein? Ja. Boah, das ist viel Geld. Richtig. Chef Arbe hatte keine Ahnung, dass monatlich 10.000 Euro mehr nötig wären, damit jeder auch ein eigenes Gehalt verdienen würde. Allein um die Ausgaben zu decken, fehlen jedenfalls monatlich 5.000 Euro. Wie viel habt ihr hier reingesteckt? Also mit Hannes Anteil fast 60.000. Was heißt hier Anteile? Du bist hier Mitgesellschafter oder so? Wie läuft das? Gar nichts. Rechtlich gar nichts. Ich wollte... Oder ich habe Abe geholfen. Ja. Mittlerweile sind es jetzt aber schon 30.000. Ja. Es geht nicht mehr. 30.000 Euro. Dann gibt es ja nur 2 Alternativen. Zumachen und sofort aufhören, damit nicht noch mehr Geld aus dem Fenster geschmissen wird. Oder es muss sich sofort etwas ändern.
Annes Ersparnisse sind aufgebraucht. Es muss sofort etwas passieren. Momentan hat die Tapasbar nur 4 Gäste am Tag. 5-mal so viel wäre nötig, damit zumindest die Unkosten gedeckt wären. Gut, zeigst du mir den Laden? Gerne. Wo fangen wir an? Küche. Chef Abe ist Maschinenführer. Auch seine Brüder haben die Gastronomie nicht gelernt. 3 Marokkaner, eine Tapasbar und eine private Geldgeberin, die nicht mehr weiter weiß. Mal sehen, was die Küche offenbart. Was ist das denn? Ja, das ist das sieht ja aus wie Ungeheuer von Loch Ness. Ist das euer Pizzaofen? Richtig. Die 3 haben sich selber einen Holzofen gebaut, in dem sie Pizzen herstellen. Aber warum steht dann draußen Tapasbar dran und nicht Pizzeria? So, Jungs, erzähl mir doch mal, was macht ihr hier für eine Gastronomie und vor allen Dingen, was macht ihr für eine Küche? Spanisch und Italienisch. Spanisch und Italienisch, ja. Also so Nudeln, Tapas. Hast du mal eine Karte Nudeln, oder so? Ja. Das ist die okay. Karte. So. Also was mir hier schon sofort auffällt, als allererstes ist, ja. Wo ist hier die spanische Küche und wo ist hier die italienische Küche? Das rote ist spanisch. Ja. Und die italienische ist hier diese graue. Ja. Und wenn es so wäre, dass man sagt, wir sind wirklich ein italienisches und spanisches Restaurant, dann müsste man der Karte wenigstens die Chance geben zu sagen, okay, das ist ganz klar die italienische Seite und das ist ganz klar die spanische Seite. Ja. Und das ist auch erkennbar. Wirklich erkennbar. Und nicht nur, dass es hier Garnelen gibt und da Garnelen gibt. Eine ganz andere Sache wundert den Sternekoch noch mehr. Jetzt ist 13 Uhr. Ich bin gerade hier zu euch gekommen. Im Laden ist nichts los. Wie kommt's? Ja. Wollen wir erst ab 17 Uhr aufmachen? 17 Uhr macht ihr erst auf. Warum? Ja. Weil es zeitlich halt nicht hinhaut, dass wir früher aufmachen können. Weil ja, ich bin berufstätig. Wir bleiben. Ach so! Oder du schläfst bestimmt bis 1, ne? Richtig. Ja, richtig. Genau. Nein, ich muss auch so sagen, er hat Wechselschichten, früh, Mittag und Nacht und deswegen. Also ihr wollt mir jetzt erklären, dass ihr alle noch einen anderen Job habt und das hier eigentlich nach Feierabend macht? Ja, ich zumindest. Ja. Du zumindest. Richtig. Du bist fest hier. Ja, ich bin fest hier, ja. Aber ich gehe noch morgens noch ein bisschen arbeiten nebenbei. Noch. Auch noch? Auch noch nebenbei. Und Ali, wie macht der das? Der macht auch noch was anderes. Was macht der? Ja, der macht das Kellner und Also der arbeitet nebenbei auch noch in einem Restaurant? Ja, ja, richtig. Mann, das ist ja ein zusammengewürfelter Haufen. Hast du das Gefühl, dass das funktionieren kann? Okay. Ali, könnt ihr mal kommen? Das eigene Restaurant ist der große Traum der Brüder. Doch der Spagat zwischen Zweitjob und Tapasbar erfordert doppelte Power. Könnten sich die Brüder genug ins Zeug legen oder ist ihr Traum längst nur eine Illusion? Folgendes. 25 Testesser werden heute Abend kommen, die dieses Lokal nicht kennen. Und 25 Menschen, die potenzielle Kunden von euch werden können. Es gibt ein Dreigangmenü, was ihr bestimmen werdet. 3 Gänge also. Und was soll es geben? Ja, ich würde sagen, fürs Menü kümmerst du dich drum, ne? Ne, wir alle zusammen. Lass uns das anpacken und fertig. Vorschläge? Also, erster Gang würde ich die Gambas machen. Oder die kleinen Tapas. Antipasta. Ja. Kombiniert das jetzt das Spanische mit Italienisch. Ja. Die Herausforderung, 25 Menüs herzustellen, bringt das Team völlig durcheinander. Und auf die Idee, erstmal in die Vorräte zu schauen und dann zu bestimmen, was es gibt, kommt auch keiner. Und die Zeit, die läuft. 2 Stunden habt ihr noch. 2 Stunden noch. Nach weiteren 15 Minuten haben sich alle geeinigt. Als Vorspeise steht Bruschetta auf der Liste, als Hauptspeise 3 Nudelsorten, genannt Tripasta, und als Dessert Tiramisu. Oder? Sollen wir nicht Eis holen? Ihr sollt hier nicht 25 Gäste abfrühstücken, sondern ihr sollt 25 Gästen zeigen, was ihr könnt. Ja. Denn ihr habt mich ja jetzt nicht hier geholt, dass wir hier zeigen, wie schnell kann ich 25 Leute auf irgendeine Art und Weise satt machen. Sondern nein, wie kann ich 25 Leuten zeigen, dass ich ein super Restaurant bin und es wert bin, auch voll zu sein. Aber wir müssen verdammt noch mal jetzt machen und du mach das, was du machst, die Buchhaltung, und lass die Jungs jetzt kochen. So, und jetzt bin ich fertig. So, raus aus der Küche, Anne. So, wir haben das jetzt hier nachgucken. Und fertig. Okay. Ne? Ja. Alles klar. Bis gleich. Das Küchenchaos lichtet sich fürs Erste. Und es gibt kein Eis, sondern Tiramisu zum Dessert. Ali wird klar, dass 25 Leute keine leichte Aufgabe sind. Sonst hat die Crew 4 Gäste am Tag zu bewirten. Um 5:30 Uhr, 5 Uhr hier wär's. Aushilfe Tim muss kommen.
Für das Menü fehlen noch einige Zutaten, vor allem für das Tiramisu. Ali macht sich auf den Weg und Aziz und Arbe bereiten die Vorspeise und die Tripasta vor. Unterdessen will Frank Rosin wissen, warum die drei Brüder seit 6 Monaten finanziell von Anne unterstützt werden. Anne, erzähl mir noch mal bitte, wie hast du die drei Jungs kennengelernt?